Wunderschönen guten Morgen. Heute ausnahmsweise und endlich mal außerhalb von irgendeinem Hotel frühstücken. Mal kein Pinto de Gallo. Wir essen, glaube ich, seit einer Woche morgens, mittags, abends Reis mit Bohnen. Das ist mal eine schöne Abwechslung. Ein Toast mit Avocado und es soll ein Poached Egg sein, aber ich glaube, es ist ein frittiertes Ei. Und ein Flat White. Und jetzt müssen wir gleich los. Wir müssen noch mal 20 Minuten südlich fahren nach Sirtepes. Nee, nicht nach Sirtepes. Sirtepes fahren wir heute Nachmittag. Wir fahren südlich 20 Minuten. Da treffen wir uns mit Fernando. Heißt der Fernando? Fernando ist unser Guide für die nächsten 3-4 Tage. Hier haben wir gestern schon mal telefoniert. Und wir geben unseren Mietwagen hier ab. Und dann fahren wir mit dem Boot auf die Osserhalbinsel. Und fliegen dann in 4 Tagen von der Osserhalbinsel zurück nach San José, bevor wir nach Hause fliegen. Entsprechend brauchen wir das Auto nicht mehr. Ja, aber erstmal frühstücken. Nicht so gut, ne? Haben mal die 5D in den Sand gefallen. Viele Boote, wollte ich sagen. Und da irgendwo da hinten irgendwo Humpback Whales, Buckelwale. Und ich hoffe, dass wir heute ganz viele zu sehen bekommen. Im Idealfall ein paar Männchen, die ein bisschen angeben wollen und ein bisschen rumspringen. Ein paar Delfine vielleicht. Und ja, mal schauen. Wir sind hier im Marina Ballena Nationalpark. Endlich angekommen. Ist ein bisschen schräg, oder? So, hier soll es passen. Gerade hier Marina Ballena Nationalpark, einer der vielen Nationalparks in Costa Rica. 20% des Landes ist Nationalpark. Und dieser Nationalpark ist ein Marien-Nationalpark. Das heißt, es ist der Hauptteil des Nationalparks, der draußen im Wasser ist. Und jo, da fahren wir jetzt mal hin und schauen uns mal an. Ich drücke die Daumen, ich hoffe, wir sehen irgendwas. Also auf geht's. Mehr so richtig an. Ziemlich interessant. Woohoo! Das ist geil. Das war so eine geile Tour. Rechts abbiegen.
Spaß. Wir haben gerade den Wagen abgegeben. Hat uns treu gedient zwischen Karibik und hier. Und jetzt sind wir in Sierpe. Schaut mal nach, wo das ist. Das ist mitten im Dschungel. Und ich muss eben kurz was essen. Wir sind viel zu spät. Wir sind 2 Stunden zu spät als eigentlich geplant. Die warten nicht mehr 2 Stunden auf uns. Also eben schnell was essen. Oleaje Sereno. Restaurante del Sur. Glaube ich so, La Perla del Sur, so heißt das. Jetzt eben schnell was essen und dann geht's hier auf dem Boot und dann geht's durch die Mangroven zur Drake Bay. Wir sind jetzt gerade hier auf unserer kleinen privaten Tour auf dem Weg zur Drake Bucht. Das ist dort, wo wir heute übernachten werden. Auf dem Weg dorthin, wir fahren nicht direkt dorthin, sondern wir haben noch eine kleine Tour durch die Mangroven hier. Das Gewitter ziemlich krass, das ist ziemlich cool. Also mal schauen, ob wir hier den einen oder anderen Kaiman oder Krokodil sehen. Das ist hier nämlich alles voll. Wir sind hier in Sierpe, das ist der Fluss Sierpe. Sierpe, wie die Schlange, in Spanisch. Sehr, sehr spannend alles. Also ich finde allgemein das ganze Land, dass wir hier alles so kennen und wissen über ihr Land und ihre Tiere, ist echt erstaunlich. There in the top of that branch, yeah, yep, there is a bird. Only the alpha make the song. Where are they here? I don't see any here. Okay, and there is one. Hier in den 2 Bäumen sind 4 Faultiere. Krass. Man kann die sehr schwer erkennen, weshalb ich sie euch nicht zeigen kann. Aber das ist ziemlich cool. Da ist ein Krokodil. Da. Wie geil ist das denn bitte? Águila de Osa. Wir sind ein bisschen nass geworden, aber es war eine sehr, sehr geile Tour. Es ist hier so ein geiler Ort. Ich freue mich mega, wir sind hier für 2 Nächte. Das ist voll cool. An den Ort kommst du gerade nur per Boot. Hier kommt man nur mit dem Boot hin. Mega cool. Oh. Wir sind jetzt zurück, wir waren gerade essen, Abendessen und ich muss ins Bett, ich bin total müde. Ich hoffe, der Tag hat euch trotzdem gefallen, es war ein mega cooler Tag, voll gut, die Wale. Und hier ist ein Team von National Geographic und die haben uns gerade Footage gezeigt von ihrer Tour heute. Die haben heute das gemacht, was wir morgen machen und unglaublich geil, ich freue mich mega drauf. Morgen geht schnorcheln, es gibt wieder Wale, Delfine vielleicht, Haie vielleicht. Ja, viel Wasser auf jeden Fall. Und ich freue mich drauf. Ich hoffe, ihr auch. Schön, dass ihr heute wieder mit dabei wart. Es freut mich immer wieder. Und ich freue mich auch auf eure Kommentare hier unter dem Video, wie ihr den heutigen Tag fandet. Habt ihr schon mal Wale in echt gesehen? Ich finde das immer total cool, besonders wenn die halt so aktiv sind. Kanal könnt ihr in der Ecke hier abonnieren, falls ihr neu zurückgekommen seid. Gebt uns gerne einen Daumen nach oben und dann sehen wir uns morgen hier aus dem Águilas de Osa, so heißt diese Lodge. Richtig cool. Das ist ein Prospekt und da steht drauf, hier, das ist hier ein Rainforest and Marine Adventure Lodge. Passt also perfekt zu uns, also richtig cool. Águilas de Osa, hier sind wir gerade und ja, das war's. Ich hoffe, der Tag hat euch gefallen. Habe ich schon gesagt. Wir sehen uns morgen. Und dann bis dahin, nicht vergessen, stay wild. Tschüss!